Hallo Welt und alle, die sie bevölkern. Das Thema für die heutige Folge ist der weltweit bekannte und geliebte Manga und Anime Naruto. Ich habe mir 6 Pokémon rausgesucht, die zum Franchise passen und damit dann 3 Rangkämpfe ausgetragen. Folgende Pokémon sind dabei: Vulnona als Naruto, der Hauptcharakter, der einen 9-schwänzigen Fuchs in seinem Körper versiegelt bekommen hat, Serpirial als Orochimaru, Azugladis als Sasuke Uchiha, Glattimperio für Hashirama Senju, Vishu als Sakura Harun und zu guter Letzt Kojutsu stellvertretend als Ninja und für die Wasserschurikens, die auch im Anime eingesetzt werden. Was haltet ihr von meiner Auswahl? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und hier nochmal das Team in der Übersicht sowie der Leitteamcode. Probiert es gerne selbst aus und ansonsten viel Spaß mit den Kämpfen. Los geht's. Okay, los geht's. Und das gegen Crimanzo, Bridoradon, Shelterra, Servol, Kyogre und Coronus Barabbenreiter. Ein sehr stark aussehendes Team. Und wie man unschwer erkennen kann, nicht ein Team nach dem aktuellen Regelsatz, denn wir machen heute zwanglose Kämpfe. Normalerweise mache ich immer Rangkämpfe, aber heute muss ich zwanglose Kämpfe machen, da ich Quajutsu dabei habe. Ich habe kein mysteriöses Pokémon dabei, ich habe kein legendäres Pokémon dabei, was nicht erlaubt wäre nach dem aktuellen Regelsatz, aber ich habe Quajutsu dabei mit der Fähigkeit Freundschaftsakt und das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die nicht nach dem aktuellen Regelsatz erlaubt ist. Wusste ich tatsächlich nicht, habe was Neues dazugelernt und jetzt müssen wir gegen Pokémon vom Kaliber Coronus und Kyogre ran. Macht das alles nur deutlich schwieriger, aber nicht unmöglich. Ich werde mein Bestes wie immer geben und mal gucken, wo wir damit enden. Das Gute ist, wir haben sehr guten Counter gegen Coronuspa mit Glattimperio. Das ist schon mal positiv. Das Schlechte ist, da ist ein Servol. Heißt also, Tiefschlag wird nicht so einfach durchkommen. Kojutsu könnte ganz gut sein. Ich glaube, ich starte mit den beiden und gucke, wo die Reise hinführt. Und dann nehmen wir die beiden hier oben mit. Schlichtweg, also logischerweise wohl nur noch, um den Regen zu unterbrechen. Und Glattimperio für Coronuspa. Und dann gucken wir einfach mal. Wird eine Challenge. Definitiv. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die nächste Thementeam-Folge, die werde ich heute auch noch aufnehmen, die wird ebenfalls zwanglose Kämpfe sein, da aber ein legendäres Pokémon dabei ist. Aber es musste in dem Thementeam dabei sein. Alles andere wäre nicht richtig gewesen. Ihr werdet es dann sehen, wenn es soweit ist. Ist ein sehr cooles Thema. Aber jetzt zu diesem Thema hier. Das könnte Psy-Spam werden. Ich habe leider keine Möglichkeit, Grasfeld oder irgendwas anderes rauszuholen. Ich bin aber tendenziell erstmal schneller und Quajutsu hat ganz gute Möglichkeiten, Flächenmacht zu umgehen. Ich überlege, ob ich Wassersäulen spielen soll. Finsteraura ist die natürliche Art und Weise, hier dran zu gehen, weil es beides Psycho-Pokémon sind. Beide können nicht raus terrakristallisieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er terrakristallisiert und Terra-Typ Fee annimmt und dann ist Finsteraura komplett useless. Und mit Wassersäulen, in Kombination mit Pflanzensäulen, hätte ich, glaube ich, sogar gar nicht so schlechte Karten. Und Hitzewelle sollte ich überleben, dank der Offensivweste. Und dann sind alle seine Pokémon deutlich langsamer. Ja. Probieren wir es aus. Da kommt eine Terra-Kristallisierung vielleicht genauso, wie ich es erwartet habe. Also sehr wohl mit Spotlight. Nee, es ist Crimanzo. Mit Psycho. Okay. Das heißt, da kommt hundertprozentig trotzdem Spotlight. Das wird wehtun. Das wird richtig wehtun. Ich muss nur irgendwie das Psychofeld ausstollen. Dann wird mein Glattimperio hier komplett aufräumen. So, Wassersäulen wartet auf Serpirial. Serpirial darf angreifen. Und für alle, die nicht wissen, das ist eine Kombi-Attacke. Und bedeutet jetzt für 3 Runden, glaube ich, kommt der Sumpf raus, was 3/4 der Initiative des gegnerischen Teams wegnimmt. Das ist insane viel. So, Flächenmacht, weiß ich nicht, ob ich das überleben kann, ehrlich gesagt. Oh, Volltreffer sogar überlebt. Nicht schlecht, wow. Leben, Orb, Volltreffer, Terra-Typ, Psycho, Crimanzo, das ist beeindruckend, ehrlich gesagt. Geh mal auf Finsteraura. Wir könnten Terra-Ausbruch, Terra-Stella spielen. Warte, wer von den beiden ist schneller? Quajutsu ist doch immer schneller, oder? Immer. Frage ist, reicht Terra-Ausbruch? Wahrscheinlich nicht, ne? Das heißt, ich nehme den KO mit und krieg dann Reset. Ich glaube, das ist die vernünftige Variante. Vielleicht kriege ich ja auch einen Volltreffer. Oh wow, er ist nicht auf Spotlight gegangen. Hätte ihn rausnehmen können.
Krass, okay. Ich denke mal, er geht auf Hitzewelle, diese Runde dann. Ich krieg meinen Angriff, Spezialangriff und Initiative gesteigert, aufgrund der Fähigkeit, die heute dafür sorgt, dass wir gegen solche Pokémon ran müssen. Wobei, bisher haben wir sie ja noch nicht gesehen. Blättersturm darf durchkommen. Guter Schaden, aber bringt uns leider nichts mehr. Oh, nur Flammenwurf, keine Hitzewelle. Okay, da will jemand nicht die Attacke daneben setzen. Flammenwurf ist immer die Attacke. Daran kann man ganz schnell einen Spieler festmachen, dass er nicht die Attacke verfehlen will. Kann man absolut nicht jemanden blamen dafür. Ich glaube, ich hole glatt Imperio raus. Weil mein Quajutsu hat immer Pressure oder Druck auf Cremanzo. Heißt also, Cremanzo kann nichts mehr machen. Und ich kann im Zweifel Schwertern spielen oder selber angreifen, weil durch den Sumpf, der gerade draußen ist, ist Cremanzo so unfassbar langsam, dass auch glatt Imperio schneller sein wird. Weil ich gehe mal davon aus, dass es ein schnelles Cremanzo ist. Oh wow, Chelterra. Heißt also, er hat entweder Kyogre oder Kronospan nicht dabei. Geh mal stark davon aus, dass es Kyogre ist. Da wird eine Pflanzenattacke kommen. Auf Quajutsu. Ich könnte Schutzschild einsetzen. Und Schwertanz. Wie viele Runden Bizarro, Psychofeld? Drei noch. Wow. Ich finde die Idee aber gar nicht so verkehrt. Ich habe nur Angst, dass er irgendwie Hausbruch oder sowas einsetzt. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass er Schutzschild einsetzt und versucht, mein Quajutsu rauszunehmen. So spiele ich die Runde. Könnte sein, dass er nicht Schutzschild einsetzt. Wenn er nicht Schutzschild einsetzt, dann sind wir immer noch in einer guten Position aufgrund dessen, dass der Sumpf noch eine Runde mehr draußen ist nach dieser Runde. Also ich glaube, wir sind ganz gut dabei und endlich mal ein Team mit Wasser und Pflanzen sollen. So, Quajutsu darf als erstes Schutzschild einsetzen. Cremanzo geht nicht auf Schutzschild. Okay, jetzt müssen wir hoffen, dass Cremanzo dass Glatt Imperio diese Runde überlebt. Hashirama. Rüstungskanone sogar. Okay. Guter Schaden. Erdbeben. Scheiße, okay. Hätte ich nicht Terra kristallisieren brauchen. Oh wait, das macht ja gar keinen Schaden. What? Das hat ja überhaupt nichts gemacht. Ist das ein komplett defensives Chelterer oder was ist da los? Okay. Ich hätte damit gerechnet, dass mein Glatt Imperio weg ist. Kyogre ist das letzte Pokémon, interessanterweise. Jetzt sind wir in so einem kleinen Debakel. Psychofeld ist noch zwei Runden draußen. Könnten. Unser letztes Pokémon ist Naruto höchstpersönlich. Also besser passt das nicht. Wir müssen nur dafür sorgen, dass Kyogre nicht zu viel Schaden bekommt. Macht. Das heißt, ich gehe auf eine Wassersäule im Regen. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. Und einen Kniefallspalter. Ich müsste schneller sein, ehrlich gesagt. Eigentlich müsste ich nur doppelt auf ihn gehen, ne? Ja. Vielleicht flinche ich den sogar. Ja, perfekt. Die Pflanzen und Wassersäulen, also der Sumpf, der daraus kreiert wurde, hat mich gerade tatsächlich gerettet. Also, dadurch ist Glatt Imperio einfach viel zu schnell. Mit plus zwei Angriff ist es dann nicht aufhaltbar. Blättersturm überlebt Quajutsu nicht, aber wir holen gleich Volnona rein. Naruto kommt zum Ende und dann haben wir das gewonnen. Gegen Kyogre. Ohne dass wir selber legendäre Pokémon verwenden dürfen. Nicht schlecht. Ich wollte tatsächlich noch ein Thementeam, beziehungsweise ein Testlabor zu Pflanzen, Feuer und Wassersäulen machen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Showcase davon. Also das war sehr, sehr solide. Jetzt müsste er schneller sein. Das heißt, wir gehen auf Schutzschild diese Runde. Damit das Psychofeld weg ist und wir nächste Runde Tiefschlag einsetzen können. Weil in dieser Runde müsste er eigentlich Erdbeben spielen, wenn er überhaupt das überlebt. Okay. Naruto beendet es. Perfekt. Volnona und nicht Alola Volnona, so wie ich es im Jalapeno Testlabor Video immer wieder aus Versehen gesagt habe. Cool, das war die erste Runde.
Der Sumpf hat mich gecarried. Shrek wäre stolz auf mich. und ich schätze, wir sehen uns dann gleich in Runde 2. So, weiter geht's. Und dieses Mal gegen Sneebos, Elfan, Katapuldra, Blutmond, Ursaluna, Monetigo und Gortrom. Das ist ein Meta-Team nach aktuellem Regelsatz. Ohne legendäre Pokémon, ohne Freundschaftsakt Kwajutsu. Ich finde die Idee, den Sumpf hier zu spielen, sogar wieder gar nicht so schlecht. Kwajutsu kann mit einer Unlichtattacke hier ziemlich viel Druck aufbauen. Alternativ ist tatsächlich Azuglades hier wirklich gut. Wobei ich nicht wirklich irgendwas gegen Sneebos habe. Das gefällt mir nicht. Aber ich würde es ausprobieren. Die andere Idee neben Pflanzen- und Wassersäulen ist es, Coaching auszunutzen. Und eins der besten Pokémon im Team, das Coaching ausnutzen kann, ist tatsächlich Azuglades. Wir nehmen wieder Glatt Imperium mit, den MVP und Volnona. In ein Naruto-Thementeam nicht Naruto höchstpersönlich mitzunehmen, ist ja schon fast verboten. gucken, wie wir uns damit anstellen. Ich habe ein bisschen Angst vor Sneebos, den Rest sollten wir unter Kontrolle bekommen. Außer gleich kommt direkt Elfan mit Rückenwind. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Okay, doppelt Mogelieb. Dreimal Mogelieb, wenn man so will jetzt. Jetzt steht die große Preisfrage auf. Hat Sneebos eine Unlichtattacke? Es hat auf jeden Fall ein gutes Item gerade, da ich zwei physische Pokémon habe. Grassamen erhöht die Verteidigung. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Warte mal. Ich würde gerne Reueschwert spielen, aber nicht auf ihm hier. Ich habe Konzentrator und ein Geist-Pokémon. Mogelhieb wird hier gar nichts bringen. Also, das ist kein Problem. Ich habe nur Angst, dass er eine Unlichtattacke mit Neckstrike hat. Aber vom Prinzip, wenn ich hier Mogelhieb einsetze, sollte ja nicht viel schief gehen. Ich sehe gerade, ich hätte in der letzten Runde, in Runde 1 Eiskreisel einsetzen können, das Psychofeld damit wegmachen können. Wow. Das wäre ja noch ein besserer Play gewesen. Immer Optimierungen suchen. Okay, er geht auf Mogelhieb. Jetzt bringt mein Mogelhieb nichts mehr, aber dafür kann Sneasler nichts machen. Und ich kriege den Volltreffer. Perfekt. Mich irritiert ein bisschen, dass Gortrom drinne bleibt. Aber das ist okay. Pferdestärke werden wir hoffentlich überleben. Sehr gut. Jetzt müssen wir ein bisschen rumtricksen. Wir müssen Schattenstoß spielen, aber dann wird Pferdestärke mich rausnehmen. Heißt also, ich werde Terra-Typ Pflanze annehmen. Schattenstoß spielen. Und Eiskreisel. Das Grasfeld wegmachen. Nächste Runde dann coachen. Könnte diese Runde schon coachen. Aber ich denke mal, das ist so besser. Wobei, na, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte ich Gortrom mehr KP gelassen, damit Reueschwert gleich mehr Schaden macht und mich mehr hochhält. Weil Reueschwert ist die Signature-Attacke von diesem wunderschönen Pokémon hier. Und die bedeutet, dass ich auch KP zurückbekomme, sollte sie erfolgreich treffen. So, Sneebos, eins der stärksten Pokémon im aktuellen Regelsatz, ist raus. Und Eiskreisel, Grasrutsche. Oh, überleben wir gerade so. Perfekt. Ja, ich glaube, es wäre immer besser gewesen, hätte ich Coaching gespielt. Weil ich kann mich auch mit dem Grasfeld selber ein bisschen hochheilen. Jetzt muss ich nur hoffen, dass das nächste Pokémon, das rauskommt, nicht schneller als mein Azuglades ist. Wenn es Katapuldra ist, habe ich ein Problem. Monetigo weiß ich nicht. Der ist definitiv nicht schneller. Aber ich kann Reueschwert hier spielen. Und ein Nahkampf wird ihm auch nicht gefallen. Und dann werden die beiden Pokémon hinten rausräumen. Alternativ kann ich doppelt auf ihn gehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er Schutzschild einsetzt, ist wahnsinnig hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Geist-Pokémon hat, ist noch ein bisschen höher. Ich glaube, ich gehe sogar auf Poltergeist. Ja, Poltergeist müsste auch reichen. Okay,
schade. Er hätte Poltergeist nicht spielen dürfen, weil Poltergeist kann daneben gehen. Aber es hätte sein können, dass er einfach in ein Geist-Pokémon einwechselt. Also klar, das ist schneller. Ich mache mir da keine Sorgen und müsste eigentlich auch genügend Schaden machen. Die Offensivweste. Perfekt. Alles klar. Alles abgedeckt. Ich schätze mal, wenn er ausgewechselt hätte, hätte ich da gut an Schaden machen können. Weil er hätte, wenn er Katapultra hat, hier in Katapultra reinwechseln können und entsprechend dann von Reueschwert nicht super viel Schaden bekommen können. Das ist ein Pokémon, das ziemlich viel Schaden von Reueschwert bekommt. Das ist nur die Frage, wer von uns beiden ist schneller. Aber eigentlich muss ich mir um das keine Sorgen machen. Ein Tiefschlag und es ist weg. Er darf aber noch Terra kristallisieren. Ich muss nur irgendwie schneller werden und ich weiß nicht wie. Ich habe kein Pokémon, das irgendwie dafür sorgen kann, dass ich schneller werde. Ich könnte Royal Schwert einsetzen, aber ich weiß nicht, wie gesagt, ob ich schneller als Monetigo bin. Ich würde fast nein sagen. Ich könnte Schattenstoß spielen, das wäre die sichere Variante. Ich gehe auf Schutzschild und Nahkampf. Er kann diese Runde nicht nochmal Schutzschild einsetzen mit Ursaluna. Wir sehen dann die Terra-Kristallisierung. Vielleicht wäre dann Schattenstoß sowieso irrelevant. Ich denke, es ist Monetigo. Es ist die Frage, was hat er? Stahl. Okay, der will Schaden machen. Mit Stahl ist aber tatsächlich recht gut für mich, weil Vulnona immer noch sehr viel guten Schaden macht. Ich muss nur noch Ursaluna irgendwie unter Kontrolle bekommen. Und dann haben wir auch diesen Kampf recht gut gemeistert. Die andere Strategie dieses Teams ist aufgegangen. Tatsächlich kriegt er zweimal Schutzschild durch. Das ist echt ärgerlich. Das könnte mir den Kampf verloren haben. Das ist leider schlecht gelaufen. Scheiße. Ach, dammit, come on. Monetigo macht jetzt weniger Schaden. Das ist schon mal etwas Positives. Hat ein Leben-Orb. Okay, er kann immer noch Schutzschild einsetzen. Ja, wir müssen wohl Nona hier reinholen. Naruto, wichtig Tour, Naruto vor allem. Weiß nicht, ob das gut zum Anime passt, aber es liest sich gut. Ja, wir müssen so spielen. Ja. Sehr gut. Das war schon mal solider Schaden. Ja, mein Azugladis ist langsamer. Damit ist Vulnona raus. Also nicht durch den Goldrausch, aber durch die Erdkräfte, die gleich kommen. Ärgerlich. Also, dass er zweimal Schutzschild dadurch bekommen hat, hat tatsächlich dafür gesorgt, dass der Kampf so spannend ist, beziehungsweise potenziell sogar verloren ist. Und Schallwelle könnten wir vielleicht überleben. Okay, der hat gerade den Kampf weggeschmissen. Er hätte einfach Erdkräfte spielen müssen. Er hat gerade wortwörtlich den Kampf weggeschmissen. Sehr gut. Jetzt kann ich ihn immer pinnen. Ich kann immer sagen, Tiefschlag auf Ursaluna. Ursaluna kommt nicht richtig zum Angriff. Und wenn er Erdkräfte spielt, darf logischerweise Vulnona nochmal angreifen. Vulnona ist sowieso schon schneller. Heißt also... Will ich es wirklich machen? Ich könnte einen ganz miesen Play machen. Also der kann sowas von in die Hose gehen, aber es könnte sehr stylisch aussehen. Ich setze Tiefschlag gegen ihn hier ein und gehe dann auf Aussetzer, um Schallwelle zu blockieren. Nee, komm, wir bringen es sicher zu Ende. Tiefschlag, Hitzewelle. Das Monetigo ist sowieso useless. Was will es machen? Es hat minus 2 Spezialangriff. Sehr gut. Eine zweite Runde, wo Naruto uns dann am Ende des Tages den Kampf rettet. Perfekte Thementeam-Folge. Man kann sagen, was man will. Dafür kann man mal ein Like und einen Kommentar da lassen. Sehr gut. Auch ein Meta-Team im Regelsatz geschlagen, auch wenn wir keine bewerteten Kämpfe machen. Das war definitiv ein guter Gegner. Er hat definitiv gute Runden gespielt und das war sehr, sehr knapp. Auch wenn es an diesem doppelten Schutzschild lag. Nichtsdestotrotz, eine witzige Runde. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Wir sehen uns gleich dann in der letzten Runde. Und zu guter Letzt, wie soll es auch anders sein, müssen wir gegen Porygon 2 ran. Mein Lieblings-Pokémon. Zusammen mit Glatimperio, Rihornia, Alola Vulnona. Wieder Alola Vulnona gegen Vulnona. So wie im Jalapeno-Testlabor-Team. Fuegro und Dragoran sind auch noch dabei. Interessantes Team.
ist 100% ein Team, das in den Bizarro-Raum gehen kann und dann mit Rihornia, was sehr langsam ist, und glatt Imperio sweepen kann. Porygon 2 Schaden ist natürlich auch immer sehr, sehr hoch. Ich habe ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass ich nochmal ein bisschen mit Serprial sweepen kann, weil es in der ersten Runde nicht so eine richtige Chance bekommen hat. In dieses Team wird es recht schwer. Ich habe leider keinen Verhöhner. Ich muss ihn hier mitnehmen. Realistisch gesehen, das ist meine beste Chance. Vielleicht so, warte mal. Wir nehmen wieder Naruto mit. Naruto-Thementeam, also müssen wir selbst Naruto mitnehmen. Das ist die Frage. Azugladis könnte hier funktionieren. Quajutsu hat einen fantastischen Job gemacht. Nehmen wir Glatt Imperio mit. Ich hatte das beste Gefühl bei Glatt Imperio. Ich kann es nicht genau erklären, wieso, aber im Rest habe ich so das Gefühl, dass Fuegro alles wegsweept. Glatt Imperio natürlich auch, wenn es hart auf hart ankommt, aber den Rest kriegt Glatt Imperio mit einem Schwertanz recht gut unter Kontrolle. Das ist meine Hoffnung. Ich denke mal, Porygon 2 und Fuegro oder sowas kommt. Okay, kein Porygon 2. Interessant. Angriff von meinem Serprial steigt aufgrund von Umkehrung, aber das bringt mir leider nicht so viel. Wir haben Eiskreise. Wir hätten auch ein Coaching im Angebot. Für logischerweise dann ihn hier. Gehen wir auf Mogelhieb. Wenn ich jetzt einmal Blättersturm durchbekomme, habe ich plus 2 Spezialangriff. Dann könnte ich mit Terra Ausbruch was probieren. Ich weiß jetzt nicht, ob der eine Multischuppe trägt. Deswegen könnte ich auf ihn Blättersturm einsetzen. Ich habe ein bisschen aber Angst, dass Fuegro einfach sagt, ich gehe Terra-Typ Geist. Aber ich glaube, die potenzielle Multischuppe zu brechen ist besser. Ja, probieren wir es aus. Wieso nicht? Und wieder kein legendäres Pokémon fällt mir gerade ein, beziehungsweise sehe ich gerade. Es kommt eine Terra-Kristallisierung. Aber tatsächlich auf Dragoran. Okay. Wir können uns von unserer Schlange verabschieden. Okay. Ärgerlich. Aber nicht das Ende der Welt. Das war sehr wenig Schaden. Oder er geht auf mein Wishu. Nee, er geht auf Serprial. Schade. Das war nicht die Folge für Serprial. Wobei im ersten Kampf hat es mir wirklich den Hintern gerettet, muss man so sagen. Ist die Frage, wie mache ich das am besten? Könnte Irrlicht spielen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Ich muss das Dragoran jetzt, so komisch das klingt, so lange auf dem Feld lassen, wie ich nur kann. Sehr gut. Hätte ich vielleicht direkt Nahkampf auf Fuegro in der ersten Runde spielen können? Ich überlege gerade. Ich weiß nicht, ob es reicht, ehrlich gesagt. Ehrlich trifft. Ich hatte ganz kurz Angst, weil es so lange gedauert hat, dass es daneben geht. Aber dass der Ehrlich trifft, ist recht wichtig. Nicht für Wishu, nicht unbedingt für Vulnona, aber für mein Glatt Imperio. Das wird auf jeden Fall Wishu treffen und wahrscheinlich auch den Fokusgurt aktivieren. Absolut in Ordnung. Wishu, ich sehe es auch gerade, hat 141 KP. One for one. Für alle, die Call of Duty damals gespielt haben, nicht die neuen Teile, die werden wissen, was damit gemeint ist. Rhyperior, ja, da wäre Serprial natürlich jetzt perfekt. Aber gibt's nicht. Heißt also, wir müssen anders spielen. Meine Überlegung war, jetzt Coaching einzusetzen und glatt Imperio reinzuholen, aber das hat sich erledigt. Wir könnten Eiskreise probieren. Er könnte Turbo-Tempo probieren. Heißt also, wir könnten Terra-Typ Geist annehmen. Und mit Nahkampf nochmal so viel Schaden wie möglich machen. Das in Kombination mit einer Hitzewelle. Ja.
Er könnte Rundumschutz auf Rihonjo haben. Definitiv eine Attacke, die Rihonjo gerne dabei hat. Aber die muss er erstmal spielen, weil dann macht er keinen Schaden diese Runde. Und wenn er wirklich Turbo-Tempo einsetzt, bin ich dann good to go. Ich muss einfach so viel Schaden wie möglich auf Rihonjo bekommen. Turbo-Tempo, perfekt. Gut predicted. Damit kommt jetzt ein fetter Nahkampf durch. Sehr gut. Und Hitzewelle könnte reichen. Müsste sogar reichen. Wishu macht einen verdammt guten Job. Nein! Wohl Nona nicht. Ach, come on. Das darf nicht wahr sein. Es war alles so gut gespielt und wohl Nona in der Sonne kriegt's nicht hin, die Hornja rauszunehmen. Scheiße. Jetzt hängt alles von dem Meister ab. Den Menschenfreund Hashirama. Was ich machen muss in dieser Runde ist offensichtlich. Ich muss auf jeden Fall den Erdbeben-User aufhalten. Es könnte, also es ist so offensichtlich, dass ich vielleicht sogar Schwertart spielen könnte. Wenn er, ja, egal was er als letztes Pokémon hat, ich habe keine Chance mehr. Fliehen werden wir aber nie. Aufgeben ist nie auch eine Option. Oh, er ruft sogar zurück. Das heißt, ich hätte Schwertern spielen müssen. Ja, ich habe keine Kampfattacke. King Gambit wird mich sowas von zerstören. Vor allem, wenn es ein Offensivweste King Gambit ist. Der wird keinen Schaden mehr machen. Wie gesagt, ich habe meine Strategie nach der ersten Runde entschieden. Und ich glaube, ich bin auch echt gut damit gefahren. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wohl Nona ein KP zu wenig Schaden gemacht hat. Aber gehört dazu. Kann man nichts ändern. Ich gehe auf Schwertanz, aber wenn er eine Kampfattacke hat, Fußkick, ich denke mal, das ist auch ein Offensivfeste. Glatt Imperio, dann habe ich verloren. Er geht, glaube ich, immer auf Turbo-Tempo, damit Tiefschlag nicht durchkommt. Okay, wow, okay. Das ist keine Offensivfeste. Dann gehe ich nicht mehr auf Schwertanz. Ich muss jetzt hoffen, dass er greedy wird oder so. Der Turbo-Tempo ist so irrelevant. Dragoran ist so das Kind, das außen dran steht und mitspielen will, aber nicht mitspielen kann. Ja, er ist greedy, okay. Ich habe gelernt, dass mein Glatt-Imperio schneller ist als seins. Und er Angst vor Tiefschlag hat. Heißt also, wenn er jetzt richtig reinscheißt, setzt der Tiefschlag ein. Er geht auf jeden Fall offensiv. Yes! Gegner gelesen wie ein Buch. Oh nein, er hat Fußkick. Oh nein. Na egal, wie ich das jetzt mache. Er hat gewonnen. Scheiße, er hat Fußkick und spielt das erst so spät? Ja, ich habe verloren. Ach Mann, was für eine Achterbahnfahrt, aber keine Chance. Ja, egal wie ich das mache. Also ich kann versuchen, Dragoran rauszunehmen. Dann wird jetzt gleich Glatt Imperium mich rausnehmen. Mit plus 4 Angriff wird er das hinbekommen. Echt ärgerlich. Scheiße. War aber ein spannender Kampf. Hat Spaß gemacht. Volnona hat es dann so ein bisschen versaut. Naruto hat uns zwei Kämpfe gerettet. Runde 1 und Runde 2 und Runde 3 hat er einfach reingeschissen, muss man so sagen. Gehört aber dazu. War ein sehr witzige Folge tatsächlich. Die Kämpfe haben richtig viel Spaß gemacht. Und jeder Kampf war so ein bisschen anders. Erst der Sumpf mit Pflanzen und Wassersäulen. Dann Wishu, das auf jeden Fall sehr wichtig war. Und jetzt im letzten Kampf eine Mischung aus Glatt Imperio auf beiden Seiten. Und Wishu wieder. Also Wishu war auf jeden Fall der MVP dieser Folge. Okay, das war's mit dem Naruto-Themen-Team. Probiert das Team gerne selbst aus und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.